Ja, Macho Man Mo hier im Auftrag von hardedge.org und To Be CEO. Wir sind hier in Mad Gear FFM in Mörfelden auf einem SNK Community Grind Wochenende. Wir spielen hier King of Fighters 15 und Samurai Showdown. Und ich habe hier den Dai heute mit dabei. Und für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich doch bitte einmal kurz vor. Ja, hallo, ich bin der Dai. Also ich bin recht neu auch in der Fighting Game Szene, kam 2018 rein mit Dragon Ball FighterZ. Und hab halt schon diverse Fighting Games auch gespielt, unter anderem halt auch schon competitive, also manche Leute kennen mich halt. Unter anderem vielleicht dafür, dass ich Leuten sage, dass sie hydriert bleiben sollen. Stay hydrated, ne? genau, du hast gestern beim KOF 15 Turnier auch mitgespielt. Wie war das Turnier organisiert und wie lief es persönlich für dich? Also, ja, lief auf jeden Fall alles ganz gut. Ja, Time Schedule wurde einfach gut eingehalten, wurde gut organisiert. Commentary war jetzt natürlich ein bisschen spontan gehalten, dadurch, dass einfach die Player gerade, die jetzt available waren, einfach kommentiert haben. Aber overall war es auf jeden Fall sehr gut. Auch sehr spaßig mit den ganzen neuen Gesichtern und sowas. Na, sieht man halt gerne. Ja, gibt es neben den Spielen Community-Tätigkeiten, die du selber auch ausübst oder bist du reiner Spieler bis jetzt? Also manchmal helfe ich halt bei Commentary oder ähnlichem aus, wenn ich mal gefragt werde, zum Beispiel halt für die Hard Edge Weeklies, die es ja in fast jedem Fighting Game gibt, die wir auch alle veranstalten, halt also verschiedene Leute, verschiedene User, und ich bin halt manchmal halt dabei bei Melty Blood oder früher war ich auch halt Strive zum Beispiel und so weiter, aber turniertechnisch oder sowas habe ich nie was organisiert, ja. Okay. Ja, seit wann spielst du King of Fighters 15 und mit welchem Spiel hast du angefangen Fighting Games zu spielen und wie kam es dann dazu, dass du King of Fighters gespielt hast? Ja, also wie schon vorher gesagt halt bei meiner Introduction, ich habe angefangen Fighting Games zu spielen mit Dragon Ball 2018 und King of Fighters 15 persönlich habe ich halt angefangen zu spielen, weil halt das Interesse bei meinem Local halt sehr hoch war. Ursprünglich halt auch dadurch, dass halt natürlich viele Leute gerne ältere King of Fighter Titel dort gespielt haben, wie 98 oder 11. Und dadurch wurde ich halt dann auch natürlich aufmerksam auf 15, dass ich halt wieder etwas habe, was ich halt mit den Leuten offline spielen kann. Was magst du an KOF 15 grundsätzlich? Kron Red. also, zusätzlich dazu natürlich, neben Kronen ist schon ein lustiger Charakter, aber ich finde die Balance ist auf jeden Fall einmal sehr gut. Nicht nur halt die Character Strength unter den Charakteren, sondern auch wie das Power Level eines Charakters halt auf den verschiedenen Positionen ist. Dass man da halt nicht daran gebunden ist, einen Charakter auf einer bestimmten Position zu spielen. Ne, dass das halt auch einfach je nach Playstyle einfach auch möglich ist. Einen, sag ich mal, einen Charakter, den man normalerweise als erstes spielt, auch zum Beispiel als drittes spielen kann und so weiter. Und da ist halt auch, vor allem mit Season 2 jetzt, ist es schon möglich, einfach viel zu spielen und vor allem überall zu spielen, auf verschiedenen Positionen. Was spielst du neben King of Fighters 15 sonst noch aktuell an Fighting Games, generell an Spielen und zukünftig, perspektivisch, was hast du vor zu spielen an neuen Fighting Games? Also Fighting Game technisch spiele ich neben King of Fighters gerade nichts. Sonst habe ich halt vorher ein bisschen, halt also alles ein bisschen so gedaddelt. Ja, also sonst gerade spiele ich eigentlich nur gar nicht mal so viel. The Legend of Heroes, Trades in the Sky, gute JRPG-Reihe, kann ich weiterempfehlen. In Zukunft bin ich natürlich gespannt auf jetzt halt Street Fighter 6, der folgende Release, und auch Granblue Fantasy vs. Rising. Wobei da, ich glaube, da hat man noch gar kein Release-Date. Also wahrscheinlich wird es sich nach Evo irgendwo ziehen, da man ja eine Playable-Demo hat, glaube ich, auf der Evo. Deswegen, ja, mal schauen, wann das kommt, aber halt in erster Hinsicht halt Street Fighter 6. Was glaubst du, warum King of Fighters 15 eher ein Nischen-Fighting-Game ist, verglichen mit anderen Fighting-Games? Und was glaubst du, könnte man daran ändern? Könnte sich da überhaupt was dran ändern? Oder muss sich da überhaupt was dran ändern? Was ist da deine Meinung zu? Also, ich persönlich finde, King of Fighters 15 ist eigentlich ein recht gutes Spiel. Es schreckt halt nur viele Leute ab, vor allem weil man halt drei Charaktere hat, die man lernen muss oder soll. Der Umfang, um einen Charakter zu lernen in King of Fighters, aber ist aber auf jeden Fall weitaus geringer als in anderen Fighting Games. Das ist halt ein Ding, was wahrscheinlich viele Spieler gar nicht das wissen.
sondern sehen halt einfach nur die Quantität an Charakteren und sind wahrscheinlich andere Teamgames gewohnt, wo du halt auch viel komplexere Situationen hast und was ähnliches, ne? Für Charaktere. Deswegen glaube ich, sind da Anfänger halt oder Leute, die sich nicht vertraut sind mit dem Genre oder mit King of Fighters spezifisch, das schreckt halt Leute ab. Und sonst jetzt bei King of Fighters 15 finde ich persönlich gar nicht, dass das wirklich so abschreckend wirkt. Auch erfahrungsgemäß haben wir auch sehr viele neue Leute bekommen. Auch auf Hard Edge, sehr viele neue Spieler, auch Zuschauer natürlich. Was halt natürlich behoben werden sollte, sind halt Hindernisse, das Spiel überhaupt wirklich richtig spielen zu können, wie zum Beispiel halt natürlich das Matchmaking, was halt nicht so wirklich gut implementiert ist, muss man einfach so sagen. Aber sonst läuft es ja eigentlich auch ganz gut. Community-technisch gibt es ja auch genug Events, um das Spiel online spielen zu können, auch ohne Matchmaking, wenn man sich darauf einlässt. Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Ja, wo kann man dich antreffen, wenn man gegen dich spielen möchte? Spielst du hauptsächlich online, offline, Turniere, Locals? Was machst du so? Also mich trifft man auf jeden Fall überall an. Man kann mich halt, ja, auf Hardedge findet man mich. Ich nehme fast 24/7 nehme ich Matchmaking-Requests an, oder wenn man mich halt persönlich fragt, spiele ich auch gerne. Ich helfe auch gerne bei Tipps, oder wenn man Tipps will, kann ich auch gerne mal ein paar Stunden mir nehmen, wenn man das Angebot wahrnehmen möchte. Sonst halt findet man mich offline halt auch viel im Core Gamer Treff Mönchengladbach und dem Insert Game Dojo in Solingen. Und sonst halt turniertechnisch muss man mal schauen, aber ab und zu trifft man mich halt auch irgendwo an. Ja, und es gibt ja auch einige deutsche Turniere, die jetzt kommen. Wird man sehen, wer da alles auftaucht und Lust hat mitzumachen. Ja, was würdest du dir von SNK wünschen, um KOF 15 vielleicht noch besser zu machen, oder bist du da voll und ganz zufrieden? Ja, also wie vorher angesprochen, eigentlich ist da gar nicht so viel mehr zu machen. Ich wünsche mir einfach nur, der Online-Modus wäre ein bisschen besser implementiert. Sonst gibt es ja eigentlich gar nicht so viel mehr zu machen, finde ich persönlich. Vielleicht gibt es irgendetwas, was man machen könnte. So wie Capcom oder halt Bamco das machen halt mit Pro Tour oder sowas. Ich meine, selbst wenn man nicht spielt, das ist auch irgendwo eine Form von Werbung, ne? Also, aber ja. Also in erster Linie finde ich, sollte man einfach nur das Game besser online spielbar machen. Ich meine ja auch, die haben ja auch viele SNK Sales auch, um das Game halt auch mal auszuprobieren. Gab ja auch letztens einen 70% Sale oder so auf Steam, glaube ich. Und da halt auch auf Konsolen ist das Game auch immer im Angebot. Also wenn man das Interesse hat, man kann es auf jeden Fall sich mal kaufen und mal testen. Ja, was erhoffst du dir von der SNK World Championship 2023? SNK hat ja jetzt announced, dass sie auch so eine World Tour machen. Viele Details gibt es noch nicht, deshalb ein bisschen ja, in die Zukunft geblickt. Was wäre da cool? Würde dich da sowas ansprechen überhaupt? Das kommt jetzt natürlich richtig gut, weil ich vorhin jetzt auch gesagt habe, die sollten sowas machen in der Richtung. Ich habe das gar nicht mitbekommen, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ne? Haben wir direkt schon das erste Problem. Also ich glaube, da fehlt es ein bisschen so an Präsenz, ne? Also das ist schon ein bisschen doof. So, ja, also I guess einmal, ich habe nichts davon mitbekommen. In meiner Bubble muss ich jetzt einmal so sagen. Keine Ahnung, also was ich mir auf jeden Fall davon erhoffe, ist halt einfach Repräsentation einfach von verschiedenen Regionen. Also gibt ja sehr viele starke Regionen. Mal schauen, wie diese dann halt auch alle da gezeigt werden, ne, und sowas. Weil da gibt es ja auch, also war ja schon früher in Touren halt immer so ein Problem, dass man dann halt in Finals oder sowas dann halt so ein Ding hatte, wo man dann einfach nur 8 Spieler der stärksten Region hatte oder sowas. Oder vielleicht mal ein Ausreißer. Aber halt also in aktueller Zeit sieht man ja häufiger in diesen ganzen Pro Tours halt einfach sehr viel bunt gemischt, halt einfach globale Varietät, ne? Das ist auf jeden Fall etwas, was ich mir halt wünsche, zu sehen. Ja. Gut, und dann noch zum Schluss vielleicht eine Frage, wo du vielleicht auch ein bisschen eher drauf eingehen kannst, weil du ja immer so ein bisschen als der Supertalent in der Szene giltst, wo du irgendwie so schnell diese Spiele schaffst zu lernen. Was würdest du einem Anfänger als Tipp geben, der in die Szene kommen möchte? Vielleicht grundsätzlich mit Fighting Games und KOF. Ich denke, vieles ist gleich, aber vielleicht auch ein bisschen KOF-spezifisch, wie man dann vorgehen sollte.
Also allgemein am Anfang ist es halt sich, also ist es wichtig, finde ich persönlich, also jetzt nicht nur kopfspezifisch, aber sich einfach Dinge auszusuchen, die einem Spaß machen zu lernen. Also jetzt, also schon angefangen bei einem Fighting Game seiner Wahl, ne? Ob es jetzt, keine Ahnung, Blaze Blue ist oder halt auch ein Kopf oder was auch immer, muss man sich einfach bewusst machen, am meisten macht es Spaß zu lernen, indem man halt erstmal anfängt, ja, sich halt etwas auszusuchen, womit man halt auch was anfangen kann, ne? Also ich persönlich würde jetzt nicht sagen, spiel das Spiel, weil es die meisten Spiele hat, sondern spiel das, was halt dir Spaß macht, persönlich. Und sonst, also jetzt auf Koch, also kopfspezifisch, wenn man anfängt zu lernen, ich persönlich würde auch sagen, fang erstmal irgendwie an mit kleinen Sachen, arbeite dich einfach hoch, fang einfach irgendwie sowas an mit, keine Ahnung, sowas wie Kombos. Und von Kombos kannst du dich dann hocharbeiten zu, wie kriegst du überhaupt die Hits, damit du die Kombos kriegst. Und selbst wenn du halt dann, und irgendwie, ne, das ist halt so ein Schneeballeffekt. Du fängst halt irgendwo an und dann schaust du halt, wie kriegst du das hin, diese eine Sache überhaupt zu machen. Und dann baut sich das halt irgendwie aus, so ein Spielplan am Anfang. Und das Wichtigste vor allem beim Lernen ist halt auch, also auch wieder allgemeines Ding, man darf einfach nicht auf halt Win-Loss oder sowas schauen, ne? Einmal als Anfänger, wenn man dann einfach mal versucht zu spielen und zu lernen, kann sowas auf jeden Fall sehr demotivierend sein, wenn man dann irgendwie Tag ein, Tag aus einfach nur den ganzen Tag verliert. Na? Das darf man halt so nicht betrachten. Man muss da auf jeden Fall halt mal schauen, dass man einfach eher darauf schaut, dass wie die Interaktionen halt liefen in einem Game. Ne? Also selbst wenn man, keine Ahnung, jetzt sage ich mal 20-0 verliert, ne? Wenn du jetzt eine Combo, die du jetzt den ganzen Tag geübt hast als Beispiel, halt mal drei, viermal getroffen hast, dann reicht das ja auch vollkommen, finde ich persönlich. Ich meine, es ist halt natürlich auch leicht gesagt, ne? Es ist einfach schwieriges Mental-Thema so, aber im Groben und Ganzen hätte ich jetzt einfach persönlich gesagt, schau irgendwie, dass du immer kleine Schritte gehst. Wer auch immer halt jetzt das, also wen auch immer das jetzt interessiert, ne? Ja, interessiert bestimmt eine Menge Leute, gerade auch von deiner Perspektive. Ja, dann noch zuletzt, wo kann man dir folgen? Machst du Social Media oder contentmäßig irgendwas oder bist du da komplett rausgezogen? Wie sieht das bei dir aus? Also ich habe einen recht inaktiven Twitter-Account, wo ich mehrere Schildkröten retweete, also kann man schon folgen. Sehr guter Content. Sonst findet man mich halt hier auf dem Hardedge-Discord. Bin ich halt viel unterwegs, auch in verschiedenen Channeln. Vor allem halt im SMK-Channel, weil es halt gerade mein aktuelles Main-Game ist. Ja, sonst mache ich eigentlich nichts an Content persönlich. Ja, dann danke ich dir vielmals und wünsche dir noch viel Spaß hier auf unserem SNK Community-Treffen im Mad Gear.